So, also, wir sind wieder zurück. Kann ich dir suchen immer noch verzweifelt nach Händler und Fraps das nicht abspackt, die uns die Triche verkaufen. Ja, das ist unser Hauptziel in der größten Stadt, die es in diesem Universum gibt, Dietriche suchen. Hey, du bist ein hässlicher Händler, jetzt komm mal her. Er hat keine Dietriche. Er hat echt keine. Ich weiß. Auf der Durchreise. So, okay, hat's hier irgendwas Dietrich-mäßiges? Hallo? Die Influenz muss doch zu stoppen sein. Du bist ein Händler, nein, du bist ein hässlicher Bauernknecht. War ich hier schon? Nein, aber da hinten. Du hast es leider schon falsch gemacht. Die Influenz hättest du stoppen können, indem du dir das Pferd nicht geholt hättest. Aber... Oh, hier hinten. Ja, siehst du, das Pferd hat dann... Das Pferd hätte nämlich normalerweise in der Story geschlachtet werden müssen. Aber du hast es sozusagen gerettet. Und deswegen konnte er nicht allzu viel Pferdefleisch verkaufen. Und dann mussten die Preise etwas erhöht werden. Deswegen sind auch die Preise für Dietrich gestiegen. Und deswegen verkauft die keiner mehr. Das ist doch jetzt nicht wahr. Oh doch. Das kann nicht wahr sein. Doch doch. Dieses Dreckspferd. Der Durchreise. Und wir haben noch nicht mal Teleporter. Tja, das hättest du auch gehabt, Edwin. Das konnten sie sich einfach nicht mehr leisten. Aber Teleporter... Tja, ich sag's dir. Das wäre sowieso unnütz. Ich meine, konntest du je damit was anfangen? Ich weiß es nicht. Rede mit mir, Kero. Bist du der Neue von der Spezialabteilung der Königlichen Garde? Kero, das ist Englisch und steht für das, was bei uns Quark heißt, also das, was die Frösche machen. Und nicht den Quark, den du fressen musstest. Danke, dass du mich erinnern musstest. Der war doch besser, als wenn ich dich an das Yoshi-RPG erinnern würde. So eine Rüstung könnte ich auch gut gebrauchen. Wie viel soll sie kosten? Mach dich nicht lächerlich. Diese Rüstung wird an bestimmte Soldaten ausgegeben. Und jede muss per offiziellem Auftrag bestellt werden. Was hat er jetzt mit mir gelabert? Hilfe, wie funktioniert die Rüstung? Ich bestelle ganz sicher alles, was ich brauche. So. Frag nach Otis. Ist scheißegal, das ist eh meiner. Nicht bei dir würde ich... 5000 Gold. Wir spielen auf Japanisch. Ach so, jetzt habe ich diese Drecks-Orks-Rüstung mit zwei Frames hier. Da kann ich zu den Orks rein. Frame, bitte, Fraps, was hast du denn zurzeit für Spackungen? Fraps hat Hunger. Ja, das ist auf jeden, aber... Und das Pferdefleisch war leider zu teuer. Sei ruhig mit Pferdefleisch. Okay, ich werde cutten, bis es vorbei ist. So, also das Fraps-Problem ist jetzt irgendwie gelöst. Ich weiß selbst nicht, warum. Hey, was? Aber wir laufen jetzt nur in der Gegend rum. Hallo. Ja, ja, stimmt, Florian macht sich gerade ein Sandwich, deswegen ist er gerade. Ich hatte gesagt, du sollst mich Pyroblo nennen! Okay, sorry, Pyroblo macht sich gerade ein Sandwich. Er wird es essen und so. Aber ganz ehrlich, wo geht's denn diese Stadt hier weiter, Mann? Die Minimap zeigt mir ihren Scheiß an. Ich brauche immer noch Dietriche. Hey, hey, warte. Oh nein, du bist nur so ein hässlicher Magier. Verpiss dich. Nein, ich will nicht die Seelen in der Stadt sollen. Nein. Nein, eines Tages werde ich es nicht gebrauchen. Dankeschön, der nicht nachfragt. Okay, hier war ich schon. Gut, hier hinten geht's zu diesem hässlichen. Hä? Okay, Map, hilf mir. Nicht Magie. Ach, das war's? Schädige Sache. So, jetzt muss ich nur raus. Na, schon irgendwelche Dietriche gefunden? Nein. Wie komme ich hier wieder raus? Achso. Ich wusste das. Ich muss in eine andere Stadt wandern, um Dietriche zu finden. Was? Ich werde in eine andere Stadt wandern müssen, um Dietriche zu finden. Du musst Dietriche finden, wenn du 30 mal X, dann 5 mal F, dann 9 mal D, 7 mal die Null-Taste drückst und das innerhalb von 10 Sekunden. Aha. Dann kriegst du Dietriche. Ich grüße dich. Wie viele Dietriche krieg ich? Ein. Er wird mir nicht helfen. Ich werde ihn verschwenden an irgendeine x-beliebige Truhe. Die wird dann auch nicht aufgehen. Ja.
Auch wenn ich Schlösserknacken geskillt habe. So, also und Katadon wäre damit. Eben auch die Spezialfähigkeit Nüsse knacken skillen müssen. Stimmt, sie haben recht. Da ist der Teleporter! I'm happy. Automatische Speicherung. Activated, so. Verdammt, auf diesem Weg waren wir noch gar nicht. Wo führten der uns hin? Auch egal, laufen wir durch die... Auf jeden Fall nicht zu Dietrichen. Riesenspinne! Oh, richtig nette Zeitgenossen. Hey, da war... Sag mal die Riesenspinne, ob sie dir ein paar Dietriche leid. Spinne! Wenn ich dich verprügelt habe und du tot bist, gibst du mir dann Dietriche. Ich hab langsam keine Lust mehr. Na gut. Da hinten ist ein Grom-Lager oder was auch immer du bist. Ey, steh mal auf, Digga. In was Lager? Gibt's dort Bier? Nein, leider nicht. Da habe ich hier schon irgendeinen Heinz. Hallo, ich will mit dir reden. Ah, Söldner. Gehe ich recht in der Annahme, dass du als klar denkender Mensch immer auf deinen Vorteil bedacht bist? Eine Eigenschaft, die ich durchaus schätze. Ja. Drück dich deutlicher aus. Sei ruhig. Sind so, Sie dir wirklich dankbar? Ah. Ist es hast du mir gerade gesagt, sei ruhig? Das ja, zu ihm. Bestand hat? Achso. Welche Bedeutung hat es letztlich? Ich fühle mich immer so angesprochen. Nein. Verstehe ich dich richtig? Ich persönlich. Also, nein, wenn ich mich das zu dir sage, dann sage ich halt die Fresse. Okay. Ich kenne dich doch. Du Fieser. Ich könnte ihn angreifen, soll ich es wagen? Ja! Aber Angst. Okay. Dann gibt er dir bestimmt Dietriche. Okay. Ja, okay, dann auf jeden Fall, aber nicht, wenn ich nur 4 Frames habe. Ich werde kurz mal wieder cutten. Fraps spackt oder. Ein Frame, ganz klasse. Wie du willst. Oh je, kann ich mal auf Leiche nehmen. Was hat Fraps beleidigt? Stirb! So mit einem Frame tot. Der hat einen Schlag gebraucht. Einen verfickten Schlag und ich war tot, wie ich es befürchtet hatte. Und du hattest vorher Angst, so, oh mein Gott, ich ziehe bestimmt nur einen Strich, aber er wanted it nicht. Ja, und so ist es dann auch geschehen. Er war kein Söldner, er war nur ein Händler, so. Er war echt nur ein Händler. Söldner sind immer stark. Das Problem ist, ich spawn bei dem. Wo ist der? Bei wem? Bei dem hässlichen Händler. Vielleicht hätte er Dietriche verkauft, hättest du ihn nicht getötet. Nein, ich musste ja etwas mal sehen. Aber ich hatte keine Lust. Riesenspinne. Die Frage ist überhaupt, wo ich hier eigentlich bin. So, das war's. Mal nachschauen. So, ich weiß, wo du bist. Ich weiß auch, wo ich bin. Nein, eigentlich weiß ich es nicht, aber... Du bist in deinem Zimmer und spielst gerade ein PC-Spiel. Und laberst dazu irgendeine Scheiße. Das ist auf jeden, aber... Ja, komm, jetzt versetz dich nicht in irgendwelche anderen Rollen rein. Wir roleplayen hier nicht. Na gut, ich lass mal die Skill Points. Doch, du musst Nüsse knacken skillen. Ja, aber es gibt hier kein Nüsse knacken, das habe ich noch nie freigeschaltet. Oh Mann, bist du schlecht. Lass mich. Königsbrücke habe ich gefunden, die leider zerbrochen ist. Königsbrücke? Ja, das ist eine Brücke, die ist halt ein bisschen kaputt. Da Captain Obvious strikes back. Da hinten ist ein Turm. Da ist ein Turm. Nein, Fraps leckt gerade nicht. Ich bin so stolz auf es. Da ist ein Turm. Da ist Katalon. Ich gehe zurück. Ich habe jetzt Angst. Dieses Let's Play hat mich ein bisschen an Choros Mario Fan RPG Let's Play. Alle 5 Sekunden fängt an zu laggen. Und man freut sich voll, wenn es nicht laggt. Naja, Choros ist jetzt übrigens off, gell? Ich weiß. Naja, davor hat er noch ein bisschen was aufgenommen. Er wollte heute noch das Fan RPG aufnehmen, hat aber keine Lust. Hey, nein, geh nicht auf mich los, verpiss dich, du scheiß Händler, es laggt, sobald er aufkreuzt. Aha, geh weg von mir! Alter, ich schwör, ich hau dich mit Feuerwellen. Das juckt mich nicht! Er hat sich gerecht. Nein, der verfolgt mich! Ich sag doch, er wird sich rächen, du hättest ihn nicht töten sollen. Ich hab ihn nicht getötet, er hat mich gewonnen-hittet. Wo ist der? Ist der immer noch hinter mir? Nein. Pass auf! Guck mal, ich weiß ja nicht, ob das jetzt der gleiche ist. Ist es der gleiche wie vorhin? Ja, das ist der, wo mich gerade vorher gewonnen-hittet hat. Nee, ich meine den du vorhin gewonnen-hittet hast.
Ich habe vorher keinen gewonnen-hittet, er hat mich gewonnen-hittet, so war's. Ach so, ich dachte du, der war voll schwach und so. Nein, ich habe gerade meinen Speer gezogen, wollte ihm eine verpassen, dann schlägt er mit seinem Knüppel, ich flieg tot um. Automatische Speicherung dauert heute mal wieder sehr lange. Also den Typen, den ich als Söldner behandeln wollte, der war auch so overpowered. Ja, das war ja auch der, von dem wir vorher geredet haben. Achso, dann habe ich irgendwas falsch verstanden. Ich sag doch, der Händler, Söldner, was auch immer, ist mächtig. Ja. Würde es nur 80 Level geben, dann würde er Level 90 sein. Ja, so ist es richtig gut und ich werde gleich den Part verkackt nochmal beenden, weil es mir zu arg laggt. Ich werde Fraps töten und dann wieder herholen, warum auch immer hier Wölfe gespawnt sind. Immer noch besser, als wenn der Händler gespawnt sind. Oh Gott, der Händler. Ich habe vor, so ganz mehrere. Das wäre doch lustig. Oh ja, das wäre nicht sehr lustig, würde ich mal sagen. Doch, doch. Nein, wäre es echt nicht. Und mir ist es jetzt scheißegal, auf diesem hässlichen Weg hier beenden wir. Ich habe keinen Bock mehr auf die Lex, ich werde sie umgehen müssen. Tschö, bis zum nächsten Part.